Realität ist das letzte von den drei Interludes auf dem Album. Die Realität verfolgt mich, als wäre sie eine Person. Ich renne vor ihr weg, versuche mich zu verstecken, aber bringt alles nichts. Am Ende holt sie mich ein und spricht dann mit dieser unschuldigen Stimme von Isa, der häufiger auf dem Album zu hören ist. Ich sag gleich, es gibt keinen Masterplan hinter diesen drei Skits. So, manchmal schreibt man Sachen und ist im Nachhinein selber überrascht davon, was das jetzt eigentlich bedeuten könnte. Es geht in allen drei Songs so ganz grob ums Ankommen, nach Hause kommen. Immer wieder gibt es aber irgendwelche Störfaktoren, die das nicht zulassen. Fast wie in so einem nicht enden wollenden Traum. Und ich mag, dass es im Tracklisting so ist, dass nach den vier gesangslastigen Songs dann wieder so ein klarer Rap-Song kommt, der einen so ein bisschen aufweckt.